Was reizt dich am Umgang mit Sprache? Also ich mag es vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, keine richtigen Worte zu finden für etwas, weil immer dann man die Sprache noch mal stark herausfordern kann, weil man dann noch mal sie ausweiten kann. Und vielleicht gibt es ein Wort, das ich einfach nicht kannte, oder manchmal merkt man, dass es vielleicht in gar keiner Sprache ein Wort dafür gibt. Also ich liebe diese Momente, wo ich die Unzulänglichkeit der Sprache spüre oder meiner Worte spüre sozusagen. Und dann, weil das ist dann immer so der Moment, wo man quasi an der Klippe steht und jetzt was anbauen kann oder runterspringen kann in das Unbekannte. Das sind so das mache ich am liebsten mit Sprache sozusagen, so seine Grenzen ausloten und zu schauen, so, what is beyond that? Wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, du gehörst nicht nach Deutschland, Deutsch ist nicht deine Sprache? Naja, es hängt davon ab, in welcher Lebensphase man, glaube ich, sowas gesagt bekommt. Früher hat mich sowas mehr getroffen als heute, wo ich gar nicht um Erlaubnis frage oder um Erlaubnis erbitten möchte oder das Gefühl habe, das tun zu müssen, weil ich diese Hoheit oder diese Definitionshoheit oder zu bestimmen, wer dazugehört oder nicht, gar nicht anderen Menschen zuschreibe. Und gar nicht erst sozusagen mich auf diese Form von Debatten oder Diskursen einlasse. Aber früher war das anders tatsächlich. Also früher hat mich sowas sehr getroffen und weil man natürlich immer auch schaut, ne? Also so passt das ja ein Leben lang, ne? Man wächst auf und guckt, gehöre ich dazu? Wo bin ich anders? Wie muss ich mich anders verhalten, um dazu zu gehören? Man horcht immer hin und man scannt die Umgebung und versucht herauszufinden, wo ist mein Platz. Und mit einer gewissen Reife und einer gewissen auch Lebenserfahrung weiß man, dass das natürlich wichtig ist, zu lernen, wie man seine Umgebung scannt und zu lernen, sich durch die Gesellschaft zu navigieren. Aber gleichzeitig, dass der eigene Platz und die eigene Zugehörigkeit nicht von diesen Menschen abhängt, sondern man selbst eine gewisse emanzipative Macht entwickeln kann, um sich durch diese Welt zu navigieren. Kindern wird vermittelt, dass Sprachen wie Türkisch oder Polnisch weniger wert seien. Was kann man gegen diese Vorurteile tun? Und dann internalisieren junge Menschen das auch oder überhaupt Menschen, fangen dann an über einen gewissen Zeitraum dann zu glauben, dass bestimmte Sprachen, dass es eine Hierarchie gäbe unter Sprachen und man fängt dann an, sich an dieser fiktiven Hierarchie zu orientieren. Das ist ja, kann man auf alle möglichen Lebensbereiche übertragen. Auf Schönheit kann man das übertragen. Man fühlt sich vielleicht als Kind schön und fühlt sich wohl in seiner Haut und bekommt dann nach und nach irgendwie beigebracht, ah ja, diese Form von Haar ist irgendwie hochwertiger oder wird besser gesehen in der Gesellschaft, findet mehr Anerkennung. Diese Hautfarbe, diese Nase, diese Körperbehaarung, diese Lippenform, diese Augenform, diese Körperstatur und all diese Dinge führen dann natürlich dazu, dass man sich in diese, also immer mehr mit dieser fiktiven Hierarchisierung von Normen dann besser auskennt. Und gleichzeitig ist dann die Frage, füge ich mich dieser Hierarchisierung? Also glaube ich, dass, weil Türkisch meine erste Sprache ist, dass sie minderwertiger ist oder weniger wichtig ist als jetzt vielleicht meine Drittsprache Englisch? Kann ich lernen, trotz des Wissens um diese gesellschaftliche Hierarchisierung, mich davon loszulösen und mich unabhängig davon wohlzufühlen in meiner Haut, sei es jetzt aufgrund der Sprache, um das Beispiel mit dem Körper wieder aufzunehmen, fühle ich mich wohl und schön, trotz der sozusagen gesellschaftlich vorherrschenden Normen, fühle ich mich so wie ich bin, in Ordnung. Und das kann man auf ganz, ganz viele Facetten übertragen. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, sich mit den Machtstrukturen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen und sie nicht einfach zu akzeptieren, sondern gleichzeitig mit dem Bewusstwerden auch gleichzeitig
einen Widerstand entwickeln. Also ein gewisser Spagat, den man machen muss. Ja, es ist halt sehr einfach dann zu glauben, okay, gut, dann spreche ich meine Muttersprache nicht mehr. Ich spreche kein Türkisch, Polnisch, Kurdisch, Albanisch oder whatever nicht mehr. Oder aber zu sagen, okay, ich weiß, dass meine Sprache, meine Muttersprache nicht die gleiche Anerkennung bekommt in dieser Gesellschaft. Ich bin mir dessen bewusst, aber trotzdem oder gerade deshalb, je nachdem, versuche ich selbstbewusst genau diese Seiten auszuleben. Wie schaffen wir es, dass die gesamte Gesellschaft über sensible Sprache nachdenkt? Und leider leben wir in einer Gesellschaft, wo wir immer sehr schnell dabei sind, Probleme zu personalisieren, also so zu tun, als Rassismus ist weg, wenn die AfD weg ist, oder Sexismus in der Filmindustrie wird weniger, wenn Harvey Weinstein inhaftiert wird. Das stimmt ja alles nicht. Also natürlich hilft es so, aber letztlich sind diese Strukturen halt sehr viel komplexer als bestimmte Einzelpersonen, die vermeintlich dafür verantwortlich sind. Und deshalb habe ich versucht, mit dem Buch auf eine nicht personalisierende Art und Weise, sondern auf ein Gefühl für Strukturen zu entwickeln, ein Gefühl für die Architektur der Sprache zu entwickeln und dann mich mit dem Publikum gemeinsam sozusagen heranzutasten an diese Architektur, sodass sie anfangen können, die Architektur der Sprache zu sehen, zu fühlen und aber auch die Begrenztheit, die Enge sozusagen in ihr zu spüren und dann ein paar Schritte zurückzutreten und zu fragen, also erstmal von außen zu betrachten und dann nochmal mit einem ganz anderen Auge auf die Sprache zu schauen. Also es hilft zum Beispiel, also ich habe ganz bewusst am Anfang die Ausflüge in ganz andere Sprachen gemacht, wo beispielsweise keine Zahlwörter verwendet werden oder wo es keine in der Grammatik keine Vergangenheits- oder Zukunftsform gibt, damit man über diesen Blick auf diese sehr, sehr anderen Sprachen einen anderen Blick auf die eigene Sprache bekommt und die Selbstverständlichkeiten innerhalb der Sprache anders hinterfragen kann. Wollen wir so leben? Sind wir einverstanden mit dieser Struktur? Unabhängig davon, ob du davon profitierst oder nicht, ob du darunter davon betroffen bist oder nicht, ist das dein Ideal? Willst du in dieser Gesellschaft leben? Bist du einverstanden mit diesen unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten, die wir alle pflegen und leben und weitertragen? Willst du das wirklich weitertragen? Ist das dein Ideal? Entspricht dies unserer Vision der Gesellschaft? Und ich versuche diese Frage dann zu stellen, wo ich hoffe, dass durch die vielen Beispiele, durch die vielen Wanderungen und Reisen innerhalb des Buches man zu dem Punkt kommt und sagt, nein, so möchte ich nicht weiterleben. Es muss ein besseres Zusammenleben möglich sein. Und ich glaube, das ist dann sozusagen die eigentlich richtige, nicht die eigentlich richtige, sondern es gibt viele richtige Herangehensweisen, aber ich glaube, das ist eine nachhaltige Herangehensweise, weil dann die Verantwortung zur Veränderung dieser Struktur nicht bei den Betroffenen mehr liegt, sondern bei allen. Wenn einzelne Personen einer marginalisierten Gruppe als SprecherInnen für alle auftreten müssen, wie bewertest du das? Wir leben halt in einer Gesellschaft, die in der Minderheiten oder marginalisierte Gruppen, um das präziser zu formulieren, medial halt nicht facettenreich dargestellt werden. Und wenn dann eine Person in der Öffentlichkeit ist, muss sie für alle sprechen. Und wir überladen sie auch mit großen, mit einer großen Last und einer großen Verantwortung. Aber eigentlich wäre es ideal, wenn diese Menschen, wenn sie in der Öffentlichkeit sprechen, auch nicht so quasi aalglatt alles widerspiegeln und versuchen so super alles mitzunehmen, sondern wenn sie Individuen sein dürfen in der Öffentlichkeit mit Makeln und Fehlern, mit Ecken und Kanten, weil das sozusagen menschlich ist und die Abwesenheit dieser menschlichen Darstellung ja das Problem ist. Und wenn Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören, in der Öffentlichkeit immer repräsentativ sein müssen, das heißt immer so Makel ausblenden und irgendwie Fehler ausblenden und Eigenheiten ausblenden, das müssen nicht immer Makel sein, das kann ja auch einfach so neutrale Eigenheiten sein, ja. Aber indem sozusagen die ausgeblendet werden, blenden wir unsere Menschlichkeit aus und die Abwesenheit dessen ist halt das Problem. Aber wenn man die Ressourcen hat und die, also mit Ressourcen meine ich
nicht nur Zeit und Wissen, sondern auch emotional ist das ja eine große Ressource, die man dort investieren muss, um das gut zu machen. Und ich glaube aber auch, dass man darüber den Fuß in die Tür bekommen kann, sozusagen, und versuchen kann, nicht in der Rolle dort als Objekt zu sprechen. Also meistens passiert ja in diesen Runden Folgendes: Alle werden zu ihrer Expertise befragt und du wirst dann gefragt, und wie ist es so als Frau mit Migrationshintergrund oder als Mensch mit Behinderung oder als muslimische Frau, so, ne? Und man wird sozusagen als Objekt betrachtet, während alle anderen mit über ihre Expertise sprechen dürfen. Und ich glaube, wenn man diese Rollen einnimmt, dann muss man verhindern, dass man dort als Objekt anwesend ist am Tisch, sondern da kann man so Techniken entwickeln, wie man dann die Frage vermeintlich, also so ganz geschickt und charmant umgehen kann, und dann, um dann mit der Expertise voranzukommen. Aber es ist schwierig und es erfordert viel Erfahrung. Aber ich finde es nicht grundsätzlich schlimm, wenn man sozusagen in diesen Formaten versucht zu sprechen oder Präsenz zu zeigen. Wie vermeidet man, in den Medien auf stereotype Eigenschaften reduziert zu werden? Also ich glaube, dass je nach Kontext man probieren sollte, sich dieser Fragen zu verweigern. Also ich habe das natürlich jetzt in den letzten Wochen immer wieder gehabt, dadurch, dass das um das Buch ging, dass ich halt nicht zum Buch befragt worden bin, sondern zu meiner Person. Und ich habe dann immer versucht zu erläutern, warum ich diese Frage jetzt unpassend finde. Es ist nicht einfach. Also das gebe ich zu. Ich würde sagen, so bei 99% der Fälle eigentlich, oder sagen 90% der Fälle, die Erfahrung gemacht, dass Menschen auch bereit sind. Also wenn du sagst, nee, die Frage, finde ich, tut jetzt nicht zur Sache, dann respektieren das die allermeisten Menschen schon. Und ich glaube, wir müssen lernen, diese Grenzen auch zu setzen, weil wir können es natürlich verstehen, ja? Wir können natürlich verstehen, dass jeder Mensch, den du zum ersten Mal triffst, dir so Fragen stellt wie ist es im Rollstuhl und was machst du, wenn so und so, oder wann trägst du dein Kopftuch nicht, oder was ist, wenn ich jetzt aus Versehen deine Haare sehe? Also so, ne, wir verstehen natürlich, dass Menschen, die zum ersten Mal jemanden wie uns begegnen, bestimmte Fragen stellen wollen, aber nur weil wir es verstehen können, müssen wir nicht jedes Mal diese Grenzüberschreitung über uns ergehen lassen. Sondern man kann ja die Zukunft, in der man leben möchte, ja jetzt auch schon versuchen zu leben und sie einfordern, indem man sagt: Ich verstehe, dass du diese Fragen hast, aber ich bin jetzt gerade hier als Journalistin und in dieser Funktion ist das jetzt unpassend. Wenn du sehr, sehr, sehr neugierig bist, können wir uns hinterher nochmal zusammensetzen oder so. Also jetzt in das ist eine sehr, sehr nette Art, ja, und irgendwie schiebst du es jetzt zeitlich auf. Du könntest auch sagen so, nee, tut mir leid, darüber spreche ich nicht. Ich bin Journalistin und ich stelle hier die Fragen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, also weil diese Fragen werden nicht aufhören, solange wir bereitwillig sie immer auch beantworten. Also wir kommen schneller zur Zukunft hin, wo diese Fragen voll okay sind, weil sie nicht ein Ausdruck von Macht sind, sondern weil wir uns alle gegenseitig vielleicht bestimmte Fragen stellen und diese Fragen nicht so negativ aufgeladen sind. Aber um dahin zu kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal auch lernen, Grenzen zu setzen und diese Grenzüberschreitung, diese permanente nicht zu normalisieren, bloß weil wir sie ein Leben lang nicht anders kennen, bloß weil wir es ein Leben lang gewohnt sind, dass wir immer gefragt werden, warum siehst du so aus, wie du aussiehst, warum lieben sich deine Eltern so, wie sie sich lieben, oder warum glauben deine Eltern so, wie sie glauben, oder wo kommen deine Großeltern her? Also bloß weil wir diese Fragen gewohnt sind, müssen sie nicht normal sein oder müssen wir sie nicht normalisieren? Was ist deine Meinung zu politisch korrekter Sprache? Also es geht ja eigentlich nicht darum, politisch korrekt zu sprechen, weil man kommt ja gar nicht hin. Also es ist ja ein Prozess, ja, irgendwie seine Sprache anzupassen und diese Perspektivvielfalt einzubinden und nicht Perspektiven zu nutzen, die gewaltvoll sind, die eine ge bestimmte Geschichte mit sich tragen. Das ist ja ein Prozess. Und letztlich geht es darum, in eine gerechtere Sprache zu sprechen.
Und ich finde das als Beschreibung wirkmächtiger, weil für mich ist das Bestreben nach einer gerechteren Sprache eine Bestrebung, die uns alle umfasst und auch etwas, was wir alle gemeinsam, wohin wir alle gemeinsam streben sollten. Und diese Kategorisierungen politisch korrekt und inkorrekt halte ich für in den öffentlichen Kontexten, wie wir ihn öffentlich verwenden, für nicht wirklich konstruktiv, weil das so als Kampfbegriff verwendet wird.